es hat alles gelohnt. So viele Tage in der Scheiße und so. Ich war einsam wie der Mann auf dem Mond. Fast 30 Jahre lang hab ich da gewohnt. Auf einmal will ich auch hinaus und wie geht's. Draußen mit der schönsten Frau, wie es geht. Doch wenn ich aufwache, dann schau ich ins Nichts. Ist das Schicksal oder ein trauriger Witz? Sag mal, was ist mit uns beiden passiert? Streit um zwei, Streit um drei und um vier. Wir beide haben nun mal die Scheiße zu mir. Doch keinem fällt es leicht zu verlieren. Na klar kann immer jemand deinen Lebenstraum verpatzen. Doch egal was ich erzähle, schau, sie stehen auf und klatschen. Doch zu Hause am PC regnet es Tränen auf die Tasten. Leere Taschen, doch erzähle, ich würd wegen Jesus fasten. Klingt zwar dämlich, aber jede Nacht, man wälz ich mich im Bett. Und dann bete ich, dass der Esel mal ganz ekelhaft verreckt. Lass mal wetten, dass ne Kitschelle direkt in seine Fresse passt. Doch weil ich mich grad ziemlich mies verliebt habe, vergesse ich das. Ich sag das 100 Mal, ich find mein Leben krass zum Kotzen. Ob Musik oder am Samstag, alles dreht sich halt um Boxen. Und nach Jahren hat sich Gott für mich noch gar nicht interessiert. Mir ist klar, man, wegen dir ist meine Mom jetzt nicht mehr hier. Fuck, mir dreht's den Magen um, als hätt ich ein Geschwür. Deinen Ratschlag musst du eintüten und häng ihn an die Tür. Und ich seh nix und ich hör nix, kann nix sagen wie ein Säugling. Bitte rede nicht, du störst, ich denke gerade an meine Freundin. Sag mal, hat sich das jetzt alles gelohnt? So viele Tage in der Scheiße und so. Ich war einsam wie der Mann auf dem Mond. Fast 30 Jahre lang hab ich da gewohnt. Auf einmal will ich auch ein Haus und wie geht's. Draußen mit der schönsten Frau, wie es geht. Doch wenn ich aufwache, dann schau ich ins Nichts. Ist das Schicksal oder ein trauriger Witz? Sag mal, was ist mit uns beiden passiert? Streit um zwei, Streit um drei und um vier. Wir beide haben nun mal die Scheiße zu mir. Doch keinem fällt es leicht zu verlieren. Bayern und Berlin liegt wohl der Nordpol und kein Kilo. Meter Peter will dich aus dem Dorf und in sein Iglo. Eins mit Heizung und mit Heimkino im Bett. Ich bin erkältet und der einzige Eskimo, der rappt. Hätte ich Geld für dich in jedem Land der Welt ein Schloss bauen. Denn Prinzessin soll man nicht in einer Baracke pennen in Moskau. Und ich hoffe, dass am Ende alles klappt, wenn ich dann Knockout. Und trotzdem kann ich jetzt nicht drüber nachdenken, mein Kopf raucht. Denn meine kleine Liebe, ich während ich dich ziemlich hasse. Im nächsten Leben hab ich ne Waffe und erschieße dich, du Affe. Doch egal, ich bin enttäuscht, aber ich freu mich wie ein Kuchen. Alles gut, denn heute kommt mich meine Freundin mal besuchen. Das heißt 19 Stunden Schlaf am Tag die restlichen 5 essen und kann endlich wieder chillen. Ich hatte das bis jetzt vergessen und das Beste ist, ich hab jetzt endlich diesen Mensch getroffen, ja, der mich lächeln lässt, auch wenn ich dich noch nicht erschossen hab. Am Ende eines Regenbogens steht ein Schatz. Zack, ich hole jetzt mein Mädchen ab. Ich und mein Mädchen sind zusammen perfekt. Von meiner Stadt kommt sie verdammt weit weg. Ich hab Scheiß gebaut und du hast verziehen. Verzeih mir, denn ich fliege auf Fokur nach Berlin. Nur du verdienst Geschenke, ich weiß. Für die das ganze Geld der Welt nicht reicht. Sag mir, was ist mit uns beiden passiert? Es gibt kein bisschen Streit mit dir.